Polizeistiftung Rheinland-Pfalz. Die Polizeistiftung unterstützt die Familien unserer verstorbenen Kollegin und unseres verstorbenen Kollegen. Eingehende Spenden sollen auch allen Kolleginnen und Kollegen bei der Trauerbewältigung helfen, welche unmittelbar ins Geschehen eingebunden waren oder die mit der Kollegin und dem Kollegen im Alltag Dienst verrichtet haben. Spenden nehmen wir unter dem Verwendungszweck KUSEL 2 von uns entgegen. Wir danken Ihnen für die solidarische Unterstützung und Ihre Anteilnahme. Die Polizei sorgt für die Sicherheit und Ordnung in unserem Staat und trägt die Hauptlast bei der Kriminalitätsbekämpfung. Die zunehmende Kriminalität der letzten Jahre hat ihre Aufgaben noch umfangreicher, schwieriger und sehr viel gefahrvoller werden lassen. Der Staatsbürger verlangt aber zu Recht von seiner Polizei einen optimalen Schutz und eine hohe Einsatzbereitschaft. Dies hat jedoch seinen Preis. Immer häufiger werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte selbst Opfer bei der Verfolgung von Gewalttaten. Auch im normalen Polizeidienst führen unvorhersehbare Ereignisse zu Notlagen, kommt es zu Unfällen und seelischen Belastungen, die sich trotz guter Ausbildung nicht vermeiden lassen. Gesetzlich gelten in solchen Fällen die Versorgungsansprüche der Polizeibediensteten und ihrer Angehörigen als ausreichend. Daneben gibt es jedoch Fälle, insbesondere bei jungen Familien, in denen zusätzliche Hilfen sofort geboten sind. Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat daher 1997 die Polizeistiftung als öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts ins Leben gerufen. Die Stiftung wurde seitens der Landesregierung mit einem Grundvermögen über damals 50.000 D-Mark ausgestattet. Für Stiftungszwecke dürfen nur die Erträge eingesetzt werden. Die Polizeistiftung darf aber Adressat für Zuwendungen sein, die der Polizei aus der Bevölkerung aus Dankbarkeit oder als Sympathiebeweis zugedacht werden, von den Polizeibediensteten für sich selbst aber nicht angenommen werden dürfen. Wegen ihrer gemeinnützigen und mildtätigen Arbeit kann die Polizeistiftung Empfänger von Geldbußen sein, wie sie von Gerichten und Staatsanwaltschaften ausgesprochen werden. Die Polizeistiftung ist vom Finanzamt Mainz-Mitte als gemeinnützig und mildtätig im Sinne der Abgabenordnung anerkannt und berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen. Die Polizeistiftung des Landes Rheinland-Pfalz kann nur erfolgreich arbeiten, wenn ihr genügend Geldmittel zur Verfügung stehen. Sie ist daher auf Spenden und Zuwendungen durch eine wohlwollende Förderung angewiesen. Jede Hilfe ist willkommen. Die Polizistinnen und Polizisten, die in ihrem Dienst für die Allgemeinheit Schaden erlitten haben, verdienen es.